Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, heute ist der Gesetzentwurf zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt in der zweiten, dritten Lesung. Und wir freuen uns, dass wir an diesem Punkt sind. Es ist ein kleiner Gesetzestext. Er umfasst gerade einmal 5 Seiten im eigentlichen reinen Text ohne Begründung. Aber diese 5 Seiten, die sind ein absolutes Novum für das Engagement in unserem Land. Wir schaffen damit erstmals eine bundesweite Anlaufstelle für Engagierte, für Bürgerinitiativen, für Vereine, kurzum für das bürgerschaftliche Engagement in seiner ganzen Vielfalt. Und mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt gehen wir damit einen wichtigen Schritt, um die Zivilgesellschaft in Deutschland zu stärken und zu unterstützen. Ich weiß, dass es auch Bedenken gegenüber der Stiftung gab, viele Diskussionen, die wir geführt haben. Aber eines ist ganz klar, und das will ich an dieser Stelle auch noch mal versichern. Engagement ist und bleibt freiwillig. Es ist getragen von den Kräften der Zivilgesellschaft. Und das, was wir mit der Stiftung tun wollen, ist nicht das Rad neu zu erfinden oder Dinge zu tun, die es ohnehin schon gibt, sondern auf Vorhandenem aufzubauen und das, was vorhanden ist, zu stärken und zu unterstützen, Netzwerke aufzubauen, Strukturen, gerade dort, wo das Engagement noch nicht so stark ist, im ländlichen Raum, in strukturschwachen Regionen eben zu unterstützen. Und diejenigen, die seit langem sich in diesem Bereich einbringen, die Erfahrung haben, die wollen wir auch einladen, das mitzugestalten. Sowohl im parlamentarischen Verfahren haben wir darüber eine Diskussion gehabt, aber wir werden sie auch weiter haben. Und deshalb sind im parlamentarischen Verfahren ja auch noch mal die Einrichtung von Fachbeiräten vereinbart worden. Und genau dazu dienen sie. Und sie werden die Stiftung gut beraten und vielen Akteuren aus der Zivilgesellschaft auch die Möglichkeit geben, im Stiftungsgeschäft mit dabei zu sein. Wir haben auch im parlamentarischen Verfahren, das war eine große Diskussion, die Möglichkeit geschaffen, dass besonders innovative Projekte und Initiativen auch finanziell gefördert werden können, sodass wir ermöglichen, dass innovative Modellprojekte, dass Dinge, die in Deutschland wegweisend sind, auch durch die Stiftung finanziell unterstützt und gefördert werden können. Vielen Dank an die Parlamentarier, die das auch mit eingebracht haben. Das alles sind gute Voraussetzungen für die Arbeit einer solchen bundesweiten Stiftung. Eine Stiftung, die denen hilft, die etwas für die Gemeinschaft tun oder tun wollen und dabei auf Hürden stoßen. Brigitte aus Wiesbaden, die für ein Nachtcafé für einsame Menschen zum Beispiel nicht mehr genügend Freiwillige findet. Oder Henning aus Cottbus, der nicht weiß, ob er die Mitgliederliste des Vereins digitalisieren darf, wie er neue Mitglieder findet, wie er dafür sorgen kann, dass im Verein alles gut läuft, auch wenn nicht alle dafür ein Studium abgelegt haben. Und die Stiftung wird somit Kompetenzzentrum sein. Sie wird Service und Know-how bieten, gerade im Hinblick auf die Digitalisierung, aber auch auf das Thema Nachwuchsgewinnung, auf das Thema Fortbildung, auf die Frage, wie man ehrenamtliches Engagement gut organisieren kann und wie es konkret vor Ort Unterstützung geben kann, genau dafür. Und wir wollen Engagement damit nicht verordnen. Wir wollen es besser machen, indem wir es unterstützen mit erfolgreichen Ideen, die wir unterstützen. Und es gibt dafür ja Beispiele. Die Bundeskulturstiftung zum Beispiel. Sie ist eine der größten Kulturstiftungen Europas mittlerweile. Und damit hat der Bund schon vor Jahren ein ganz klares Zeichen gesetzt, Kultur zu fördern als Aufgabe von bundesweiter Bedeutung. Dieses wollen wir nun auch mit dem Engagement tun. Wir haben 30 Millionen Menschen in Deutschland, die sich engagieren. Ihr Einsatz verdient unsere Anerkennung. Und mit der Gründung dieser Stiftung setzen wir genau dieses Signal, dass das Engagement von nationaler Bedeutung ist. Meine Damen und Herren, vor 97 Tagen haben wir diesen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Ich möchte mich bei allen bedanken, die daran mitgearbeitet haben, ihn auch noch besser zu machen. Er ist für die Stiftung ein gutes Fundament. Jetzt geht es darum, sie mit Leben zu füllen. Der Sitz wird in Neustrelitz sein, in Mecklenburg-Vorpommern, ganz bewusst im Osten Deutschlands. Ein wichtiges Signal auch an diesen Teil des Landes, in dem eben noch nicht so viel Engagement da ist, einfach aus der historischen
Entwicklung. Wir haben dort eben nicht so starke Strukturen und es ist gut, sie zu unterstützen, weil ich bin mir sicher, dass es auch gerade in Ostdeutschland viele Menschen gibt, die Großes bewirken und bewirkt haben. Und deshalb ist es gut, dass die Stiftung auch an diesem Ort ist. Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, dass die Stiftung gelingt, dass sie das Engagement in Ost und West, in Nord und Süd stärkt und in unserer Mitte weiter auch stärken kann. Ich freue mich, dass es heute soweit ist, dass wir die Stiftung errichten können. Herzlichen Dank. Die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, also der Bund wird eine deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt einrichten. Den entsprechenden Gesetzentwurf, der liegt natürlich vor in nur 97 Tagen hier durchs Parlament. Das ist durchaus schnell und wird später namentlich abgestimmt. Werte Kollegen, die Gründung einer zentralisierenden Stiftung ist nicht die passende Maßnahme zur Stärkung des Ehrenamts in strukturschwachen und ländlichen Räumen. Wohin zunehmend weltfremder und sich selbst legitimierender sozialistischer Zentralismus in Europa führt, zeigt uns eindrucksvoll der Steuergelder verschlingende Moloch der EU, nämlich weg vom Souverän, dem Bürger und oft auch der Wahrhaftigkeit. Wir kritisieren bereits in der ersten Lesung, dass die Art der Zusammensetzung der Gremien die Stiftung zum verlängerten Arm der jeweiligen Regierung macht. Auch der Änderungsantrag der FDP und der GroKo ändern wenig an dieser Tatsache. Verehrte Kollegen, insbesondere der zukünftigen spezialdemokratischen Oppositionspartei, wollen Sie wirklich einem solchen Konstrukt zustimmen? Verehrte Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion, wollen Sie das so wirklich? Ihr Regierungsauftrag ist nicht in Stein gemeißelt. Wie schnell könnten auch Sie zum Ziel von bundesregierlichem Framing und Maßnahmen im Kampf gegen freiheitlich-konservative Meinungen und Haltungen werden? Nicht unwahrscheinlich in Zeiten des aufsteigenden Ökosozialismus, planwirtschaftlicher Verbots- und gesellschaftlicher Umbaupolitik. Nochmal, die geplante Vernetzung und Zentralisierung mittels Stiftungsgründung dient nicht dem Ehrenamt und schon gar nicht dem Ehrenamt vor Ort, sondern der jeweiligen Bundesregierung und deren Ideen. Letztere könnten im schlimmsten Fall auch eine Haltungsdiktatur verfestigen, Andersdenkende medial und beruflich vernichten, ihnen gar die Teilhabe an demokratischen Prozessen absprechen wollen, wie zum Beispiel Frau Hendricks und der Herr Hahn das eben öffentlich vorführten, die offensichtlich dem israelischen Staatspräsidenten bei der Feierstunde nicht zugehört haben. Eine Stiftung einer Regierung, die derart selektiv wahrnimmt und zum Teil der Ideologie von links unten in die Media näher steht als unserem Grundgesetz, lehnen wir ab. Die Alternative für Deutschland möchte mit ihrem Antrag Ehrenamtliche spürbar wertschätzen. Ehrenamtskarten gibt es bereits, so zum Beispiel in Berlin und Brandenburg. Letztendlich kann nur der Bund die Ehrenamtskarte in die Fläche bringen. Er kann bundesweit für Vergünstigungen in Mobilität, Konsum und Kultur sorgen und die Ehrenamtskarte zu einer Karte machen, die bundesweit bedeutsame Vergünstigungen ermöglicht. Unser Vorschlag kann das klassische unpolitische Ehrenamt in der Wertschätzung weiter stärken. Andere Signale gehen leider vom Familienministerium aus. Freiwilligendienste und Bundesfreiwilligendienst mussten Kürzungen hinnehmen. Letztere gehören zwar nicht originär zum Ehrenamt, die Kürzungen sind dennoch ein politisches Signal. Sie zeigen die Schieflage, dass Ehrenamtstätigkeiten zur politischen Meinungsbildung im Sinne der herrschenden Ideologie hohes Ansehen genießen und die klassischen Freiwilligendienste und Ehrenamtstätigkeiten eben nicht. Bestes Beispiel: Demokratie leben. Unter Einflussnahme der Familienministerin Frau Dr. Giffey wurden die Kürzungen für das stark links-schlagseitig meinungsbildende Projekt wieder zurückgenommen und andere blieben hingegen bestehen. So fördert die Regierung sehr deutlich nicht grundsätzlich das Wohl der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, sondern die Durchsetzung ihres totalitär-toleranten, familien- und gesellschaftszerstörenden Weltbilds in allen Bereichen. Meine Damen und Herren, bitte stimmen Sie gegen eine Verlängerung des Arms der jeweiligen Regierung und stimmen Sie für die bundesweite Ehrenamtskarte. Sorgen Sie in Deutschland wieder für mehr Heimat, Wärme und Vertrauen. Dafür, dass es allen Menschen in Deutschland besser geht. Vielen Dank. Nicole Höchst war das für die AfD-Fraktion. Sie legt einen eigenen Antrag vor und fordert, dass die Kommunen Ehrenamtskarten mit bundes- und landesweit gültigen Vergünstigungen anbieten sollen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Grundlage unseres christdemokratischen Wertesystems ist die katholische Soziallehre. Sie beruht auf den Prinzipien Personalität, Solidarität, Subsidiarität und Gemeinwohl. Die Baugesetze der Gesellschaft werden diese Prinzipien auch genannt. Und in kaum einem anderen Bereich kommen diese Baugesetze so stark und so konkret zutage wie im Ehrenamt. In unserem Wertesystem sehen wir im Mittelpunkt den einzelnen Menschen als individuelles Wesen mit Freiheit und Verantwortung und ganz individuellen Fähigkeiten. Und dieses Individuum bringt sich ein in die Gemeinschaft, die von klein nach groß und von unten nach oben fähig ist, Probleme zu lösen und sich weiterzuentwickeln. Und die Vielfalt der Fähigkeiten, die Solidarität, das sich einbringen, das ist es, was unsere Gesellschaft so vielfältig macht, so reich und so menschlich. Und genau das sehen wir im Ehrenamt. Jeden Tag in ganz vielen Initiativen, Vereinen, Verbänden, Organisationen vor Ort. Viele Menschen, die sich einbringen mit ihren Fähigkeiten zu Themen und Anliegen, die sie für richtig und wichtig halten und nicht, wie die AfD meint, von oben vorgegeben werden. Da ist die Spielplatzinitiative, das ist das Netzwerk von Freiwilligen, das sind die Feuerwehrleute, die nachts aufstehen und trotzdem morgens noch mal ihre Kinder zur Schule bringen und arbeiten gehen. Das sind die Trainerinnen und Trainer in den Sportvereinen, die Wochenenden auf dem Sportplatz oder in Hallen verbringen. Da sind Engagierte, die sich für die Kleiderbörsen, für Menschen vor Ort, für alte Menschen, für Senioren engagieren. Die Vielfalt des Engagements in unserem Land des Ehrenamts ist unglaublich. Das bereichert unsere Gesellschaft und dieses Ehrenamt, vor allem das Ehrenamt auch in Vereinen und Verbänden von Menschen, die sich auch über einen längeren Zeitraum hinab engagieren, das wollen wir stärken mit dieser Stiftung. Unsere Aufgabe, die Aufgabe des Staates ist es nämlich, die Menschen zu befähigen, sich einzubringen und die Vielfalt zu stärken und zu unterstützen. Und mit der Stiftung für Ehrenamt und Engagement tun wir genau das. Wir sehen die Stiftung als eine Plattform. Eine Plattform, die die guten Dinge, die es überall in unserem Land gibt, transparent macht, für andere zugänglich macht. Der eine kann vom anderen lernen. Das Dach ist die Stiftung. Mit der Stiftung wollen wir das, was es noch nicht genügend gibt, weiterentwickeln. Wir wollen Ehrenamtliche dabei unterstützen, neue Herausforderungen anzugehen. Die Digitalisierung birgt so viele Chancen für das Ehrenamt. Das kann gemeinsam unter diesem Dach entwickelt werden, in der Vielfalt der vielen verschiedenen Initiativen vor Ort. Wir sehen sie als Treiber, die Neues auf den Weg bringen. Und jetzt wurde ja gelegentlich kritisiert, wir würden Doppelstrukturen zu schaffen. Gerade im Gesetz haben wir noch mal herausgestellt, dass wir keine Doppelstrukturen schaffen wollen. Wir wollen das, was es da ist, für alle zugänglich machen. Wir wollen das, was fehlt, ergänzen. Wir wollen eine Plattform sein, die die Vielfalt der Ideen, Möglichkeiten und Lösungen abrufbar macht und das, was noch nicht da ist, weiterentwickelt werden kann. Und niemand wird behaupten können, dass die Ehrenamtler heute sagen, dass vor Ort schon alles gut ist, dass sie tolle Unterstützung und Hilfe in egal welchem Bereich bekommen. Das sind neue Herausforderungen wie die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs, der die Vereine, der die Ehrenamtlichen wirklich vor Herausforderungen stellt. Und hier können wir sie nicht allein lassen. Da ist die Digitalisierung, die tolle Chancen bietet für Vereinsmanagement, für Mitgliedergewinnung, für Umgang mit Regulierung. Auch hier kann die Stiftung unterstützen, neue Möglichkeiten auf den Weg zu bringen. Wir wollen Vielfalt stärken, nicht bekämpfen mit der Stiftung, wie das in der Rede zuvor ausgedrückt worden ist. Wir sehen in unserem Wertesystem im Mittelpunkt den einzelnen Menschen mit seinen Ideen, mit seinen Fähigkeiten, jede einzelne Initiative. Und diese Fähigkeiten wollen wir allen zugänglich machen. Das soll die Stiftung leisten. Und deshalb sind wir stolz, dass wir sie heute gemeinsam auf den Weg bringen. Nadine Schön war das, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion. Nächster Redner jetzt für die Liberalen, Grigorius Agilidis. Er ist Mitglied im Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ehrenamt und Engagement, das ist der Kitt unserer Gesellschaft, bereichert unser Land und unser aller Leben. Das sind Millionen Menschen, die ihre Zeit opfern, die jungen Menschen Teamgeist und Sport beibringen, in Gemeinden für und mit Bedürftigen wertvolle soziale Arbeit leisten, in Blaulichtdiensten wie Feuerwehr, DRK, THW, jeden Tag bereit sind, uns zu schützen und uns zu retten. Und die vielen Hunderttausenden, die diese Arbeit durch ihre Vorstandsarbeit erst möglich machen. Das sind Millionen Menschen, die sich aber auch oft täglich darüber ärgern, dass sie immer mehr dieser wertvollen Zeit für Bürokratie, Dokumentation, Steuererklärungen aufbringen müssen oder immer mehr Haftungen aufgeladen bekommen durch einen Gesetzgeber, der ihre Probleme nicht sieht. Wenn Betreuer von Jugendfreizeiten exakt ihre Arbeitszeit dokumentieren müssen oder wenn DRK-Vorsitzende eines kleinen Ortsverbandes 160 Seiten Ratgeber Steuern berücksichtigen muss, wenn eine freiwillige Feuerwehr nicht mal unkompliziert Bratwürstchen für die eigene Kasse verkaufen kann, dann läuft hier gehörig was schief, meine Damen und Herren. Das muss in Zukunft aufhören. Solche Entwicklungen müssen wir, das Parlament, verhindern. Und genau deswegen brauchen wir sowohl einen Ehrenamtscheck, der in der Zukunft solchen Schwachsinn verhindert, und wir brauchen eine eindeutige zentrale Anlaufstelle, eine Ombudsstelle für das Ehrenamt, um die bisher aufgelaufenen schwachsinnigen Regelungen endlich zu entschärfen. Wir nehmen das sehr ernst, und genau deswegen lehnen wir die Reform der Ehrenamtsstiftung ab und legen einen eigenen Antrag vor. So wie die Stiftung vorgeschlagen ist, ist sie vor allem teuer und mehr ein Feld für drei Ministerien als ein Feld für Engagement. Ihr Vorschlag hält die Akteure der Zivilgesellschaft am Gängelband der drei Ministerien, denn diese haben ein Vetorecht und entscheiden alleine darüber, wer dazu darf und wer nicht dazu darf und wer rausfliegt. Wir wollen im Gegensatz zu Ihnen und deswegen unser Antrag, dass die Zivilgesellschaft stark und unabhängig von den Ministerien agieren kann. Und wir wollen vor allem, dass es eine Ombudsstelle gibt als zentrale Anlaufstelle für notwendige Veränderungen, Erleichterungen und Verbesserungen. Ergebnis des Bürokratiebarometer Bürgerstiftung aus dem Jahr 2019. Von 870.000 Arbeitsstunden der Führungskräfte der Bürgerstiftung entfallen 460.000. 53% oder für die, die es einfacher brauchen, 32 Minuten einer jeder Stunde auf Bürokratieerfüllung. Mehr als zwei Drittel der Vorstände sagen, der Bürokratieaufwand war vor 5 Jahren geringer bzw. viel geringer als heute. Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung und der Gesetzgeber diese tragende Säule unserer Gesellschaft mit Bürokratie und gesetzlichen Vorschriften abreißt. Wir brauchen endlich einen Ehrenamtscheck, bei dem schädliche Entwirkungen und Auswirkungen von Gesetzentwürfen für das Ehrenamt frühzeitig und entdeckt werden und verhindert werden können. Wir brauchen dringend eine konsequente und spürbare Kehrtwende bei bürokratischer Belastung von Ehrenamtlichen. Denn das ist Zeit, die dann für das Engagement selbst fehlt. Und deswegen ist es jetzt Zeit, dass wir das ändern. Stimmen Sie bitte unseren Anträgen zu. Helfen wir dem Ehrenamt. Vielen Dank. Sagt Gregorius Agelidis für die Liberalen. Und diesen Ehrenamtscheck, den haben die FDP-Fraktion in einen Antrag geschrieben, über den auch im Anschluss hier namentlich abgestimmt wird. Katrin Werner für die Linke. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir diskutieren abschließend über den Gesetzentwurf zur Errichtung einer Engagementstiftung. Und gestern haben ja die Regierungsparteien angefangen mit ihren Redebeiträgen, dass man sagt, was lange währt, wird endlich gut. Schön wäre es, wenn es so wäre. Aber das stimmt halt nicht ganz in dem Fall bei den Vorlagen hier. Ja, nach der massiven Kritik von den zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch der Sachverständigen hat CDU, CSU und SPD einen Änderungsantrag vorgelegt. Und ja, die Änderungen gehen zum Teil in die richtige Richtung. Aber die Grundstruktur an der Stiftung wird eben nicht geändert. Der Einfluss der Zivilgesellschaft in der Stiftung ist immer noch viel zu gering. Und es wurde gerade erwähnt, drei Ministerien, die beteiligt sind, behalten ein Vetorecht in allen wichtigen Entscheidungen. Von 19 Sitzen sind 9 für die Zivilgesellschaft. Wir verstehen einfach nicht, wie wollen Sie da wirklich die Breite von Verbänden, Vereinen und Organisationen überhaupt vertreten lassen? Und für uns stellt sich die Frage, wovor haben Sie eigentlich Angst?
Um die Organisation stärker einzubinden, soll nun Fachbeiräte einberufen werden können. Das haben Sie erwähnt, Frau Giffey. Die können beratend tätig sein. Und das ist aber eben aus unserer Sicht viel zu wenig. Es muss eine verbindliche, dauerhafte und umfassende Einbindung der Zivilgesellschaft in dieser Stiftung geben. Und es muss damit sie müssen stärker an den Entscheidungen beteiligt werden. Die Stiftungsstruktur, die Sie jetzt schaffen möchten, zeugt, finden wir ganz ehrlich gesagt, eher von Misstrauen gegenüber der Zivilgesellschaft. Und das darf einfach nicht sein. Und auch wenn Sie jetzt erwähnen, dass danach korrigiert wurde, der Fokus der Stiftung liegt weiter, also immer noch hauptsächlich auf den Serviceangeboten und auf Beratung. Und der Fokus liegt eben nicht auf der Förderung von den vorhandenen Strukturen und Organisationen. Und insofern ist doch schon verständlich oder kann man doch auch nachvollziehen, dass es eben Ängste gibt, dass Parallelstrukturen geschaffen werden. Und auch das wird mit dem Änderungsantrag eben nicht abgeschafft. Sie schaffen hauptsächlich also eine Beratungsagentur mit 75 Stellen, statt die Expertinnen und Experten in eigener Sache direkt zu unterstützen und unter die Arme zu greifen. Zivilgesellschaftliche Strukturen befürchten, was ich gerade sagte, dass sie zum einen damit verdrängt werden, aber zumindest, dass es Parallelstrukturen gibt. Und diesem Vorwurf begegnen Sie zwar mit, dass es jetzt eine engere Abstimmung gibt zwischen Ehrenamt- und Engagementstrukturen, die Sie ins Gesetz schreiben. Aber wissen Sie, wir werden in Zukunft sehen, ob das halt wirklich damit aus dem Weg geräumt werden kann. Die Befürchtungen, die sind da. Es gibt die Kritik eben von vielen Seiten, auch bei der Anhörung, die geäußert wurde, dass das, was jetzt gemacht wurde, eher halbherzig ist. Die Änderungsanträge, sie gehen zwar in die richtige Richtung, wir werden uns enthalten. Insgesamt werden wir den Änderungsantrag werden wir zustimmen. Insgesamt werden wir uns enthalten, weil Frau Giffey von der Brücke zur Zivilgesellschaft, wie Sie anfänglich gesprochen haben, was mit der Stiftung geschaffen werden, kann einfach keine Rede sein. Sie geben Ministerien mehr Macht als der Zivilgesellschaft. Das finden wir schade. Die Änderungsanträge oder Anträge Grünen und FDP gehen auch in die richtige Richtung, aber auch beide beteiligen die Zivilgesellschaft nicht mehr. Das finden wir leider schade. Sagt Katrin Werner von der Linken. Cordula Schulz-Asche spricht jetzt für die Grünen und eben schon angesprochen, die legen einen Entschließungsantrag vor. Hören wir mal die Begründung. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn man durchs Land fährt, dann begegnet man ihn überall. Den zahlreichen und bunten Vereinen, Initiativen, Organisationen des ehrenamtlichen Engagements. Menschen, die sich Tag für Tag vor Ort für unsere Gesellschaft und unsere Umwelt einsetzen. Was Engagement angeht, ist Deutschland europaweit über dem Durchschnitt. Darauf können wir alle stolz sein. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle allen Engagierten in diesem Land herzlich danken. Frau Merkel hat sich kürzlich mit Engagierten getroffen und ganz plötzlich von dem zu viel an Bürokratie gehört. Dabei steht schon im Koalitionsvertrag der Auftrag Bürokratieabbau im Ehrenamt. Nur passiert ist bisher eben nichts. Wer Engagement erleichtern will, meine Damen und Herren, darf nicht bei Sonntagsreden bleiben. Und deshalb begrüßen wir vom Grundsatz her die Einrichtung einer Engagementstiftung und auch mit einer großen Fördersumme von 30 Millionen Euro. Aber wie so vieles bei dieser großen Koalition, gut gemeint ist noch längst nicht gut gemacht. Und deswegen hagelt es Kritik aus der Zivilgesellschaft. In der Anhörung haben wir das gehört, im Bundesrat haben wir es gehört, im Normenkontrollrat und so weiter und so fort. Uns ist es besonders wichtig, dass wir eine Stiftung des Förderns bekommen, die den Engagierten vor Ort tatsächlich unter die Arme greifen und die Vernetzung vor Ort fördern. In der Praxis scheitert Engagement doch oft auch an kleineren Sachen. Man kann eine Raummiete nicht bezahlen, man braucht Mittel für einen Beamer. Wir, meine Damen und Herren, wir wollen Engagement erleichtern. Die CDU-CSU hingegen möchte eine zentrale Serviceagentur als Sorgentelefon und sogenannte Vernetzungsleistungen. Dabei gibt es solche Netzwerke längst. Wir haben in den Kommunen die Freiwilligenagenturen, wir haben Bürgerstiftungen, wir haben das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Bauen Sie lieber Bürokratie ab, statt eine zentrale Stelle zu schaffen, die den Bürokratiedschungel durchbricht.
erleichtern soll. Und weiter, meine Damen und Herren, eine Engagementstiftung muss die Vielfalt des Engagements abbilden. Aber was machen Sie? Von 19 Mitgliedern im Stiftungsrat sind nur 9 aus der Zivilgesellschaft. Das ursprünglich geplante Kuratorium wurde jetzt durch Fachbeiräte ersetzt. Meine Damen und Herren, statt die Zivilgesellschaft zu stärken und zu fördern, bleiben Sie Ihrem Top-Down-Verständnis gegenüber engagierten Menschen treu. Wir haben einen Entschließungsantrag eingebracht mit unseren Vorschlägen für eine selbstbewusste, für eine kritische Zivilgesellschaft. Daher werden wir uns bei der Abstimmung zur Stiftung enthalten. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sagt Cordula Schulz-Asche für die Grünen. Die Grünen haben den Entschließungsantrag vorgelegt, fordern zum einen mehr Geld und einen starken Fördercharakter der Stiftung. Elisabeth Kaiser jetzt für die Sozialdemokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland engagieren sich über 20 Millionen Menschen ehrenamtlich, also unentgeltlich, in den Initiativen und Verbänden. Respekt kann ich da nur sagen und vor allen Dingen Danke. Denn das, was diese Menschen in ihrer Freizeit machen, für andere da zu sein, für ihren Ort, für Kultur, die Jugend, Senioren, für sozial Benachteiligte, für unsere Sicherheit und vor allen Dingen für unsere Demokratie. All das könnte der Staat so nicht leisten und erst recht nicht ersetzen. Mit ihrem Engagement zeigen sie allen anderen, dass jeder etwas tun kann. Oft wächst dann aus einzelnen Gestalterinnen und Gestaltern etwas Gemeinsames, ein Wir entsteht. Und dieses Wir, das ist das Fundament des solidarischen Miteinanders in den Städten und Dörfern. Und dieses Wir, das ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Problematisch wird es aber in den Orten, wo dieses Fundament bröckelt, weil Menschen abgewandert sind, weil keine Zeit bleibt neben Pendeln oder der Familie oder einfach, weil es am Nachwuchs fehlt oder am Geld. Und diese Sorge bringt mich auch zum Kern der Debatte, nämlich zu der Frage, warum braucht es überhaupt eine Stiftung für Ehrenamts- und Engagement? Und insbesondere als ostdeutsche Bundestagsabgeordnete möchte ich hier zwei Gründe und zwei wesentliche Punkte nennen. Erstens, die Stiftung soll dort unterstützen, wo die ehrenamtlichen Strukturen besonders schwach ausgeprägt sind, also vor allen Dingen auch in ländlichen Regionen. Dort, wo der demografische Wandel schmerzhaft spürbar ist. Und ich muss sagen, ja, das trifft insbesondere auf Ostdeutschland zu. Franziska Giffey hat das auch schon ausgeführt. Und deshalb ist es genau ein starkes Signal, dass diese Stiftung ihren Sitz in Neustrelitz hat. Und mit dieser landesweiten Stiftung bringt der Bund auch seine Wertschätzung für die verantwortungsvolle Arbeit vieler Engagierter zum Ausdruck. Sie wollen sich nicht vom Staat alleingelassen fühlen. Sie verdienen jede Förderung und Unterstützung. Denn viele Ehrenamtliche, die kennen auch oft den entmutigten Kampf und die Momente im Kampf gegen die Bürokratie. Und genau hier setzt die Stiftung an. Sie soll engagierte Menschen und Förderprogramme zusammenbringen, ihnen bei der Vernetzung mit bestehenden Engagementstrukturen helfen oder eben auch bei den Hürden des Ehrenamtsalltags, wie eben der Datenschutzgrundverordnung oder dem Steuerrecht, beistehen. Und ein zweites Ziel und der wesentliche Grund für die Notwendigkeit dieser Stiftung ist, innovative Ideen zur Stärkung des Gemeinwesens über eine unkomplizierte Förderung zum Laufen zu bringen. Geben wir doch den Menschen, die sich engagieren möchten, denen aber die Mittel fehlen, die Chance, mit ihren Projekten das Zusammenleben vor Ort zu stärken und so auch andere für das Engagement zu motivieren. Und ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit der direkten Förderung im parlamentarischen Verfahren, vor allen Dingen durch die Vehemenz von Svenja Stadler, noch in den Stiftungszweck verankern konnten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bürgerschaftliches Engagement ist sinnstiftend für eine offene, integrative und partizipative Gemeinschaft. Ich bin überzeugt, diese Stiftung hat bei guter Umsetzung die Chance, das Ehrenamt und die guten Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland zu erhalten und zu stärken. Nun muss sie zügig auf die Beine kommen, damit diese Hilfe spürbar für die Ehrenamtlichen spürbar wird und merkbar. Und deshalb bitte ich Sie jetzt, den ersten Schritt zu tun und dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Martin Patzl, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste in unserem Haus. Die drei Ministerien, die die Stiftung tragen, fördern das Ehrenamt im Jahr mit etwa 1,2 Milliarden Euro.
Und da kommt doch die Frage auf, warum müssen wir dann eine Stiftung haben? Und wie groß ist der Betrag von 30 Millionen im Verhältnis zu dieser Fördersumme? Und aus der Erfahrung, dass das Ehrenamt in Deutschland und das Engagement erhebliche Förderung erfahren und dennoch die Probleme ständig im Unterausschuss für bürgerschaftliches Engagement in unseren Wahlkreisen an uns herangetragen werden, mussten wir die Frage stellen, woran liegt es denn eigentlich, dass bei einer so großzügigen Förderung tatsächlich die Sorgen der Ehrenamtlichen ihrer Organisation so groß sind. Und wenn hier ins Rede gestellt wird, dass wir genug Organisationen und Netzwerke für bürgerschaftliches Engagement haben, stellt sich für mich noch einmal die Frage, ja, wie kommt es denn, dass wir immer wieder diese Sorgen und Probleme vorgetragen haben? Fragen der Gemeinnützigkeit, Fragen des Steuerrechts, Fragen der Versicherung. Wie gehe ich mit Förderanträgen rum? Wer ist meine Ansprechadresse? Wie kann ich mich verbinden und in Netzwerken mitarbeiten? All diese Fragen haben wir in den letzten Jahren vermehrt vorgetragen bekommen. Deshalb ist die Idee einer kleinen, flexiblen Stiftung, die genau in diese Defizite versucht hineinzukommen, ein positiver Beitrag der Bundesregierung und unseres Parlaments, um dort Abhilfe zu schaffen. Diese Stiftung wird überhaupt kein staatliches Monstrum sein. Ich weiß nicht, wer den Antrag überhaupt gelesen hat. Haben Sie mal gelesen? Subsidiär, ergänzend, kooperativ, vernetzend. Und das mit 30 Millionen. Und davon den Eindruck abzuleiten und hier im Parlament zu verkünden, dass es ein Monstrum wäre, verstehe ich nicht. Und Kollege Agenides, Sie wissen aus dem Unterausschuss genau, wo die Sorgen sind. Wir brauchen keine wissenschaftliche Untersuchung. Und diese Stiftung ist kein Monster, so wie es vorgetragen wurde. Sie ist eine kleine, feine und hoffentlich sehr wirksame Stiftung, die genau auf die Anfragen, die aus der Praxis kommen werden, reagieren wird. Sie wird ein atmendes System sein und sie wird sich darin beweisen, dass sie die Probleme aufnimmt. Herr Kollege Patzel, der Herr Kollege Agelitz würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Wir werden klarstellen weiter. Danke, Herr Kollege Patzel, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben hier aufgeführt, die 1,3 Milliarden, die die drei Ministerien aufwenden. Sie wollen jetzt noch mal 75 Stellen mit 30 Millionen sozusagen noch versehen. Sie sprechen von den Sorgen, die uns immer wieder hören. Die höre ich übrigens deutlich länger, weil ich aus dem Ehrenamt komme. Mich würde interessieren, und das ist auch die Frage, wo genau an welcher Stelle bei diesen 1,3 Milliarden, die Sie nennen, und bei den zusätzlichen 30 Millionen, die Sie nennen, wo genau ist der klare Auftrag zum Bürokratieabbau, zur Entlastung des Ehrenamtes, zur Verschlankung von Strukturen, wo genau ist da der Auftrag dazu? Und wo ist bitte die Stelle, die eine Stelle auf Bundesebene, weil vieles dieser Gesetze sind Bundesgesetze, wo das Ehrenamt sich konkret wenden, beschweren kann, damit es besser wird? Danke. Ja, wir wissen aus unserer Arbeit hier im Parlament, aus der Gesetzgebung, dass wir mit jedem neuen Gesetz vermutlich und manchmal auch erwiesen die Bürokratie in Deutschland vermehren, statt dass wir sie behindern. Wir haben einen Bedarf an Regelungswerken, die uns aus der Praxis unseres Lebens offeriert wird. Und ich vermute, dass die Stiftung genau der Ort sein wird, wo diese genauen Barrieren und Hürden aus der Erkenntnis der Dialoge, die dort geführt werden, aufgenommen werden und an die Regierung und uns ans Parlament herangetragen werden. Das ist genau die Funktion der Ombudsstelle, die Sie in Ihrem Gesetzesentwurf fördern. Wir brauchen dazu keinen Ombudsmann, wir brauchen die Stiftung, die in einem andauernden und lebhaften Dialog diese Probleme aufnimmt und weitertransportiert. Das ist nicht Satzungszweck, das ist nicht Stiftungszweck. Das steht da. Okay, ich glaube, die Frage ist jetzt ausreichend beantwortet. Herr Kollege, wir werden weiter wenn Sie im Ausschuss diskutieren können. Ich will noch mal deutlich machen, dass was meine Vorredner schon gesagt haben, wir müssen uns jetzt mal hier befrieden, dass die Innovation in einer subsidiären Weise genau dort ein Ansprechpartner da ist, der in den großen Ministerien und in den Bundesverwaltungsämtern so nicht gegeben ist. Face to face, von Mehl zu Mehl, von Telefon zu Telefon, und dann die guten Gedanken aufnehmen, die da sind, und in eine Landschaft hineinbringen, die tatsächlich einen großen Bedarf hat an Innovation. Meine Damen und Herren, von der Nachbarschaftshilfe bis zur Kommunalpolitik haben wir in den Landschaften insbesondere, wo
die Wirklichkeit so ist, dass Menschen weggehen, haben wir einen Bedarf, dass da jemand anwaltlich an ihrer Seite steht. Und es wäre ein wirkliches Fehlverhalten oder ein Versäumnis, wenn wir diesen Leuten nicht zur Seite stehen. Lassen Sie uns mit dieser Stiftung auf den Weg gehen. Sie wird sich beweisen müssen. Sie wird sich beweisen müssen. Und ich bin dankbar, dass wir die Anhörung durchgeführt haben und nach der Anhörung mit unserem Antrag nochmal alle die Probleme versucht haben auszuräumen. Herr Kollege Patzel, Frau kommen Sie bitte zum Ende. Ich will Ihnen mal sagen, lesen Sie doch mal unseren Ergänzungsantrag und dann werden Sie sehen, dass wir genau die Probleme, die beanstandet wurden in der Anhörung, aufgegriffen haben. Leider ist meine Zeit zu Ende. Vielen Dank, Herr Kollege Patzel. So, letzte Rednerin jetzt in dieser Debatte, bevor namentlich abgestimmt wird. Gitta Konnemann für die Unionsfraktion, stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und hier im Saal ist es schon sehr voll geworden, weil namentliche Abstimmung heißt hier Anwesenheitspflicht eigentlich für die Abgeordneten. Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben, heißt es in einem Gedicht. Das klassische Ehrenamt, die Arbeit im Sportverein, im Gemeinderat, im Posaunenchor, wer tut sich das noch an? Neben Arbeit, Familie und Haushalt. Die Antwort lautet, mehr als 30 Millionen Menschen in diesem Land. In unserem Land engagieren sich 30 Millionen Menschen ehrenamtlich. Und dafür sage ich auch im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Dankeschön. Sie alle werden gebraucht. Die Feuerwehrfrau, der Fußballtrainer, der Kirchenvorstand, die Bürgermeisterin, die Hospizinitiative, der Schützenverein, die Theatergruppe. Ohne dieses Ehrenamt geht es nicht, vor allem nicht auf dem Land. Und deshalb ist dieses Ehrenamtsstiftung, wird in gemeinsamer Verantwortung getragen, eben auch nicht nur des BMI oder des BMFSFJ, sondern auch des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Denn wir wissen, wir brauchen diese Ehrenamtlichen auf dem Land. Sie sind kein Ersatz für den Staat, aber sie schenken sich selbst. Und deshalb sind sie für uns die stillen Heldinnen und Helden des Alltags. Sie wollen keinen Lohn für ihren Einsatz. Es geht eben nicht um Geld, Kolleginnen und Kollegen von der AfD. Das ist nur ihre Kategorie. Aber sie wünschen sich Anerkennung. Bei Fragen, die Kirmes war nicht groß genug, die Vorstellung der Theatergruppe nicht lustig genug, der Sportverein ist abgestiegen, die Kirche leer und der Ortsvorsteher ist Politiker und macht deswegen sowieso alles falsch. Dabei müssen sie sich mit Bürokratie herumschlagen. Das Finanzamt will eine Bewertung des Sportvereins. Was ist eigentlich die Künstlersozialkasse? Wieso will die GEMA Geld für 300 Zuhörer, obwohl doch nur 100 im Saal saßen? Muss der Landfrauenverein wirklich ein Stück Torte für das Gesundheitsamt aufbewahren? Und. Wer soll diese Fragen beantworten? Wer kann das schon alles wissen? Ohne Frage. Es gibt manche Landkreise, die spezielle Ansprechpartner für das Ehrenamt bereithalten. Es gibt auch Freiwilligenagenturen, die aber nur vernetzen. Es gibt manche Vereine, die sich an Bundesverbände wenden können, wo es bereits professionelle Strukturen sind. Und diese sind bei Deutschem Roten Kreuz und Co. auch bestens aufgehoben. Aber es gibt eben auch die vielen kleinen Vereine und Initiativen, die nirgendwo angebunden sind. Der Gitarrenchor, der Literaturkreis, die Seniorentanzgruppe, diese brauchen mehr Hilfe. Sie brauchen Beratung, sie brauchen Service. Und das war uns gerade als CDU-CSU-Bundestagsfraktion besonders wichtig. Und genau darum geht es bei dieser Stiftung. Sie ist eine Stiftung für das Ehrenamt, ein Servicezentrum, ein Kompetenzzentrum mit Beratungsangeboten, mit Informationen, ja, auch das belächelte vielleicht Sorgentelefon. Aber das ist eben gerade so wichtig wie die Hilfe bei digitalen Formaten, der Unterstützung bei Nachwuchsgewinnung etc. und übrigens auch bei der Entwicklung von Vorschlägen für den Bürokratieabbau. Sie soll eine echte Anlaufstelle für jedermann werden. Schnell Hilfe leisten, und zwar vorneweg den Ehrenamtlichen. Damit es am Ende heißt,
Willst du froh und glücklich leben? Lass ein Ehrenamt dir geben. Vielen Dank.